Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von SNOM TV. Heute aus einem aktuellen Anlass, der da leider nicht ganz so angenehmer ist. Wie wir wissen, Italien steht still, sämtliche Schulen, Museen, Universitäten haben geschlossen. In Berlin wissen wir auch schon von einigen Schulen, die da nächste Woche geschlossen haben. Das heißt, immer mehr Eltern stehen vor dem Problem, die Kinder sind zu Hause, sie wären es theoretisch nicht. Und auch viele Arbeitgeber kommen mittlerweile mit der Bitte an ihre Arbeitgeber heran und sagen, bitte arbeitet nach Möglichkeit von zu Hause aus. Klingt soweit super, klingt soweit ganz einfach, aber für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag mit dieser Technik zu tun hat, ist es natürlich schwierig. Von daher habe ich gedacht, ich wende mich einfach mal an Simon. Simon ist ja unser Knowledge Manager bei SNOM, macht die ganzen Trainings und frage einfach mal, so, Homeoffice, soll ich machen? Geht das einfach so? Ja, also im Grunde genommen ist das kein Problem. Ich muss halt nur wissen, mit was für eine Art von Telefonanlage ich so arbeite. Mhm. Da gibt es ja im Grunde genommen nur die zwei Versionen, entweder Cloud oder On-Premise, also sprich so eine kleine Kiste an der Wand. Ah ja. Und dann brauche ich im Prinzip nur mit meinem Admin sprechen, dass der, was ich da habe, und dann nehme ich das mit nach Hause. Dann sollte das im Grunde genommen gehen. Ne? Reicht es nicht, wenn ich einfach nur das Telefon auf mein privates Telefon zu Hause umleite? Aufs private Telefon umleiten ist natürlich ein bisschen doof, weil ich bin dann nicht mehr für die Kollegen so direkt unter der üblichen Nummer erreichbar. Hm. Ich habe halt auch nicht meine Adressbücher so zur Verfügung. Ach so. Hm. Es ist quasi nicht ganz das Gleiche. Sicher, klar, Handy und so, man ist ja trotzdem erreichbar, aber nicht mehr genauso wie im Büro. Okay, ne, verstehe ich. Und mit anderen Worten, ich ziehe es dann wirklich einfach ab, das Telefon, und fertig ist die Laube. Und was mache ich dann zu Hause? Also das ist eigentlich total simpel. Das ist ja das Tolle an dieser Voice-over-IP-Technik, dass ich im Prinzip das Telefon nur zu Hause ans Netzwerk anschließen muss. Einzige kleine Einschränkung, ich brauche halt natürlich Strom. Mhm. Das heißt, ich brauche einen Switch, der mit PoE, also Power over Ethernet, ausgestattet ist, oder ein Netzteil. Das ist quasi der einzige Unterschied. Wenn ich das habe und eine Cloud PBX, dann ist es sowieso kein Problem. Ist es eine On-Premise-Geschichte, also sprich so eine Kiste, dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, mal mit dem Admin zu sprechen wegen VPN, ob ich das über so einen Tunnel machen möchte. Wenn ich jetzt keinen Platz an meinem Router mehr habe, um da noch irgendwas anzustecken, kann ich das dann auch über den WLAN-Stick oder den WLAN-Adapter von uns machen, also dem A210? Also das funktioniert dann auch? Das würde im Prinzip auch gehen, der A210, WLAN-Stick, damit könnte ich es auch verbinden. Dann brauche ich aber auf jeden Fall Strom, also ein Netzteil oder okay. Logisch, macht Sinn, ja. Okay, und VPN hattest du erwähnt. Was ist das jetzt wieder genau? VPN steht für Virtual Private Network. Das heißt, damit kann ich einen verschlüsselten Tunnel aufbauen. SNOM hat schon seit vielen Jahren ein Add-on, quasi eine Erweiterung zu seiner Firmware, mit der ich eine VPN-Verbindung aufbauen kann, sofern das so im Büro konfiguriert ist. Ja. Dann heißt es im Grunde genommen auch keine weiteren Änderungen. Ich nehme das Gerät genauso mit. Okay. Und kann das anschließen. Ja. Und Telefon ist jetzt eine Sache, klingt total einfach, beruhigt mich sehr. Und Rechner? Also. Na gut, also VPN ist natürlich nichts Spezifisches für die SNOM- oder VoIP-Telefone, sondern VPNs gibt es ja schon eine Weile. Ja. Da gibt es auch zahlreiche Standards. Nicht selten funktioniert das ganz simpel, wenn man von seinem Admin einfach irgendwie einen Stick bekommt und dann bei sich reinsteckt, ein Passwort eingibt und so weiter. Aber ja, das ist Computertechnik, das ist was man dann nicht unbedingt auf unserer Baustelle läuft. Ne? Ja, nee, aber geht auch einfach, würdest Problemlos, du sagen. Ja. Nee, super. Gut, also zusammenfassend muss ich mir keine Sorgen machen. Du würdest zusammenfassen. Admin fragen, ob man irgendwas beachten muss. Genau. Und dann Telefon mitnehmen. Abzuppen, dran denken. Strom, wenn ich das richtig verstanden habe, das kann zu Hause wichtig sein. Wenn ich keinen Platz in der Buchse habe, dann einfach noch zusehen, dass ich so ein A210er mit dabei habe. Richtig.
Und dann sind wir durch. Und wir haben eine Service-Seite mit deiner Hilfe auch erstellt. Mhm. Das heißt, Sie finden das unter service.snom.com. Ja, und eine Extra-Seite, die da lauten wird, an der arbeiten wir gerade, wo auch nochmal genau Homeoffice aufgeschrieben sein wird, wo wir euch einfach nochmal alle Sachen so kurz, so knapp verlinkt haben, damit ihr einfach wisst, wie es geht. Und eine kleine positive Sache zum Schluss für alle die, die dann jetzt ihr Homeoffice zu Hause einmal aufgebaut haben, es weiterhin benutzen. Der große Vorteil ist, das gilt natürlich dann immer. Das heißt, Homeoffice ist dann für den Arbeitgeber zumindest keine Ausrede mehr, dass es technisch nicht möglich ist. Ich danke dir, Simon, vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.